das Haldex-Öl runtergelassen, die Pumpe hier abgebaut, den Filter ersetzt, der war komplett zu, da drin war auch kein so viel Schlanz drin, alles gereinigt, Dichtung gewechselt, werden das Ding jetzt einbauen und dann das Öl wieder einfüllen. So, jetzt schrauben wir hier den Adapter ein. Falls es jemanden interessiert, hier die Nummer 104 920, speziell für Haldex. Da haben wir spezielles Öl drin. Steht der Ölwagen so, dass es nicht daneben tropfen kann? Ja. So, man sieht es hier auch, der Adapter ist so speziell gefertigt, dass da ein bisschen Luft rauskommt. Und wenn der überläuft, dass man das auch sofort sieht. So, das war's auch schon. Circa ein Liter kommt da rein. Der Überlauf, wie gesagt, ist hier mit eingearbeitet. Kann man jetzt nochmal zeigen. Hier im Gewinde sieht man, sind so Einfräsungen. Und hier sind so Abstandshalter. Und diese, verursachen natürlich, dass hier auch das Öl, was überläuft, rauskommen kann und auch die Luft weiter kann.